Das ist ein Siegerlächeln. Und gleichzeitig wird voller Stolz die Höhe des Preisgeldes in die Kamera gezeigt. Dazu später mehr. Die große COSI-Gala stand in diesem Jahr auch unter dem Motto: Mach mit und sei aktiv. Denn genau dieser Spaß kann hilfreich sein, um mit einer guten Leistung einen der begehrten COSI-Theaterpreise zu gewinnen. Und natürlich das dazugehörige Preisgeld in Höhe von 500 Euro. In der neu geschaffenen Kategorie Projektgruppen ging der Preis an den Kinderchor Anna Katharina, der zusammen mit den Kindergärten der Gemeinde das Musical Israel in Ägypten aufgeführt hat. Bei den Kindergärten ging der Preis in diesem Jahr an die Wackelzahngruppe der DRK-Kita am Bußweg mit dem Stück Chaos im Schuppen. Für die beiden Leiterinnen des Literaturkurses des Harryburg-Gymnasiums, die für die Siegerehrung mit ihren Schülerinnen auf die Bühne kommen, ist dieser Erfolg auch Ausdruck von selbstständiger Arbeit und ein Auftrag für das nächste Jahr. Wir haben versucht, den Kindern ganz viel Verantwortung auch selbst in die Hand zu geben. Das heißt, von der Stückauswahl und vom Genre, das haben sie alles selbst entschieden. Und ich finde, das merkt man auch an ihrer Motivation bis zum Schluss. Erstmal eine große Freude, gerade dass wir uns gegen 4 weitere Schulen durchsetzen konnten, die das aber auch alle wirklich richtig gut gemacht haben. Und darum geht es ja auch beim COSI, dass wirklich alle teilnehmenden Schulen gewürdigt werden. Wir freuen uns über den Gewinn und werden dann auch gucken, dass wir den Gewinn im nächsten Jahr wieder ins neue Stück investieren werden. Neben den Siegerehrungen gibt es für die Besucher auch immer ein Rahmenprogramm. Die Freilichtbühne Coesfeld präsentierte einen Ausschnitt des laufenden Bühnenstückes Natürlich Blond. Auch schon traditionell war der Auftritt der Tanzschule Falk mit einer Break- und Shuffle-Dance-Choreografie. Eine Siegerehrung haben wir noch. In der Kategorie 5. bis 8. Klasse kommen die Sieger von der Theodor Heuss Realschule. Die Musical AG brachte das Stück Es war einmal, war gestern auf die Bühne. Für uns ist das wie auf der Bühne stehen, so wie ein zweites Zuhause. Ja, das macht total Spaß, man fühlt sich auch richtig wohl auf der Bühne. Die Leiterin Sandra Döring ist überglücklich. Ich bin richtig, richtig stolz auf meine Mädchen und auf einen Jungen, der mein Techniker-Team auch mitgestaltet hat. Unglaublich, ich freue mich riesig und wir haben die ganze Zeit gehofft, dass wir gewinnen. Aber man versucht dann auch so ein bisschen, es kann auch sein, dass wir verlieren. Es gibt Konkurrenz und die haben das auch hundertprozentig sehr toll gemacht. Und dann versucht man so ein bisschen seine Freude schon im Zaum zu halten. Und dann kann man sie rauslassen, wenn man dann gewonnen hat. Zum großen Finale versammelten sich alle Sieger und Teilnehmer auf der Bühne im goldenen Konfettiregen. Der COSI-Theaterpreis, der Oscar des Münsterlandes.